Drei Brüder, zwei Vereine und der Onkel auf der Trainerbank. Das erlebt man auch nicht alle Tage, aber in der zweiten Hockey-Bundesliga Süd, da gibt es das. Berlin ist ja meine Heimat auch und dann mal wieder hierher zu kommen und dann auch noch gegen den eigenen Bruder zu spielen hier. Natürlich die ganze Familie auf der Tribüne, das ist natürlich immer ein besonderes Gefühl dann. Alle Augen sind an diesem Spieltag auf die Brüder Oskar, Felix und Luca Wild gerichtet. Ihr Onkel kein geringerer als Olympiasieger Florian Keller. Der jüngste Spross, Oskar, der für den TC Blau-Weiß aufläuft, startet mit seinem Team sehr engagiert in die Partie. Allerdings basiert das mehr auf Körperbetontheit und Härte als auf spielerischer Glanzleistung. Denn viele Ecken und Torchancen beider Mannschaften bleiben ungenutzt. Zur Halbzeit steht es torlos 0:0. Spiel gegen meine Brüder natürlich, also das hat man nicht alle Tage, gegen Wiesbaden. Ich habe mich, glaube ich, auf dieses Spiel schon seit Wochen gefreut und da haben wir uns echt intensiv drauf vorbereitet. Nach dem Seitenwechsel schaffen es die Blau-Weißen, die Konzentration wieder hochzufahren und den Wiesbadenern das Spiel regelrecht aufzuzwingen. Auch die Offensivaktionen werden immer gefährlicher, was sich in Torchancen und Ecken niederschlägt. Und da ist er dann der Führungstreffer für die Gastgeber, vorbereitet von Oskar Wild und verwandelt durch Moritz Bonanni. Der TC Blau-Weiß kann dieses Niveau bis zum Schluss halten und besiegt die Gastmannschaft aus Hessen mit 1:0. Besonders zum Ärgernis der Wildbrüder Felix und Luca. Hat sich die letzten Jahre echt toll entwickelt, also super stabil im Mittelfeld. Hat Spaß gemacht, aber einen Ball habe ich ihm dann auch mal abgenommen. Dieser Spieltag wird der Familie Keller-Wild immer in Erinnerung bleiben. Schließlich erlebt man nicht alle Tage, dass drei Brüder in zwei Vereinen und der Onkel auf der Trainerbank aufeinandertreffen. Außer man schaut vorbei bei der zweiten Hockey-Bundesliga Süd.